Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Create mit Swissly und mir, dem Torlagils. Hallo Swissly. Hallihallo. So, Steinchen da noch weg. Dann geben wir mal Starthilfe. Overstressed. Gut, ich brauche eine Kupplung. Ich brauche eine Kupplung und dafür brauche ich Redstone und Andesit Casings. Das sollten wir genug haben. Müssen wir eigentlich mal wieder schlafen? Diese oder nächste Nacht. Wäre jetzt gerade am Lager. Dann schlafen wir. Okay, gute Nacht. Guten Morgen. So, ist das auch erledigt? So, brauchen wir Redstone und Andesit Casings. Ja, ein ordentlicher Mensch. Ich habe die Andesit Casings alle verarbeitet. Fragezeichen. Sind hinten im Lager. In hinten im Lager in der Create-Ecke. Und mir fällt gerade auf, dass ich kein Andesit mehr habe. Andesit Alloy, meine ich. Doch, da. Ist noch da. Okay. Eben diese Seite war doch genug da. Ja, aber keine Casings. Aber für die Casings ist ja nicht schlimm. Da hole ich mir jetzt noch einen Stack oder einen halben Stack Holz. Ist ja genug da. Ah, er hat. Okay. Wenn er einmal zuckt, dann einmal rüber. Wir haben ja eine Maschine dafür. Zwiebel mit Hammelfleisch. Aua! Ich kann fliegen! Also so halbwegs. Hat mir der Zug gerade gesagt. Lauf nicht auf den Schienen. Also. Wenn ich die hier reinschmeiße und das da hier oben reinschmeiße, dann werden daraus, okay, die letzten Koppers, jetzt werden die daraus. Ach ja. Haben wir schon mal eine Klatsch. Eine Kupplung und einen Schalter. Damit kann ich dann, wenn ich die Anlage von Hand starten muss, den Rest auskoppeln, dass ich da nicht in Overstress reinkomme. So ist jedenfalls mein Plan. Hallo? Wo baue ich das ein? Ich würde sagen, hier oben, ne? Mit der. Powert doch. Also die Welle powert ist da hinten. Und die geht hier auf den Speed Controller und die Pumpen. Das heißt, den müsste ich jetzt eigentlich mal easy rausnehmen können, ne? So, so, so müsste sie aus sein. Ich pumpe. Immer noch. So zieht die kein Wasser. Ist die Wasserpumpe in die. Nö, ist in die Innenrichtung. Wasserquelle ist auch noch da. Water 0, Heat hat er. Da sind ja die. Ah, Moment. Erstmal auf 64. Overstressed. Okay, 64 mag er nicht. 32. 32 geht. Da hinten sehe ich einen blauen Tropfen an den Rohren. Das heißt, er fängt an zu ziehen.
Komm schon. Ja gut, aber das Wieso dauert das so lange? Ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Ja. Aber wieso dauert das jetzt so lange und wieso ist die Pumpe über den angeschlossen? Ja, die Kupplung funktioniert. Nochmal. Ach, ich habe doch jetzt auch die Lava-Dings mit dran genommen. Nochmal pumpen. Wasser hat er, Heat hat er. Aber er steht. Geht er denn so schnell? Was ist mein Denkfehler hier? Der muss laufen, der muss laufen. Die müssen den Schaft antreiben. Wenn die den nicht antreiben, wird die Wasserpumpe nicht gestartet. Der Schaft geht aber nur... Hä? Wieso geht der nur nach da hinten? Und wieso hängt der nicht mehr hier an der Wasserpumpe? Was habe ich denn hier kaputt gemacht? Oder abgehängt? Das war aber gestern schon. Moment mal, ich drehe das Rad. Damit dreht der. Der dreht den und gut ist. Und die hier müssten doch eigentlich mit der Pumpe verbunden. Irgendwas ist hier abgeplöppt und ich sehe es nicht. Da ist ein Zahnrad fliegen gegangen. Da ist 100 pro ein oder zwei Zahnräder fliegen gegangen. Weil guck mal. Ja, das schwächste Glied in der Kette, ne? So. Jetzt nochmal. Wenn ich von hier overstressed. Jetzt alles overstressed. Mich ver... Nehme ich den jetzt weg? Das war doch mit 64 geklappt. Ja, mit 64 klappt das, sobald ich den Motor auskoppel. So. Jetzt fängt er an. Wuff, 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 wuff. Ich höre. Und er steht. Nochmal versuchen. So, er macht Geräusche. Die Pumpe läuft in die richtige Richtung. Wasser 2, Wasser 0. Wieso? Treibt den an. Er geht darauf. Geht da auf die Zahnräder gehen auf die Pumpe. Wieso treibt der Motor eigentlich die Box, die Speed, den Speed Controller nicht an? Auch was abgeploppt? Mein Gehirn. Vermutlich. Also. Ich habe jetzt gerade da mal die Hälfte von abgebaut. Irgendwie ist das zu verworren hier. Was habe ich mir hierbei gedacht? Also. Die beiden treiben den Hauptschaft an. Das wäre dieser hier. Da kommt jetzt als erstes mal hin die Gearbox drauf. Damit treiben die erstmal gar nichts an. Die Gearbox geht jetzt nach unten. Muss erstmal eine schnelle Wasserversorgung haben. Ich fange auf der Seite an. Also, Gearbox geht nach unten.
und geht hier um die Ecke. So rum. Und geht hier in den Rotational Speed Controller rein. Der Eingang ist ja seitwärts. Das Cogwheel geht da raus. Geht mit einem Zahnrad hier rüber. Kann ich von der anderen Seite die Geschwindigkeit einstellen? Ja, kann ich. Geht mit dem Zahnrad darüber. Geht mit dem Zahnrad hier rüber. So. Damit, wenn die Anlage denn läuft. Nee, kann noch nicht laufen, weil da fehlt noch er hier. So. Wirklich. Danke. Also, laufen, drehen, machen, tun. Hier die Geschwindigkeit, was auch immer jetzt gerade für eine. Wir werden es dann sehen. Damit erstmal die Eigenversorgung mit Pumpe und Wasser gegeben. Dann. Er gibt ja die Geschwindigkeit nach da und nach da raus. Heißt also, ich kann mir mittels eines weiteren Zahnrads das Ganze nach oben und nach hier abholen und kann dann mit einer Kupplung hier das Ganze an- und ausschalten. Dafür muss ich den aber wegmachen. Den wegmachen. Ich möchte jetzt von da hier rüber, darunter. Müsste eigentlich doch so funktionieren. Dann, wenn mein Schädel nicht im Weg ist. Genau so. So. Und mittels eines Bells, einem Riemen, die beiden verbinden. So. Und er overstressed. Dann müsste ich doch jetzt die Kupplung raus. Dann sollte ich in der Lage sein, den zu drehen. Nein. Ist overstressed. Was? Treibe doch nur gerade von Hand das hier an, oder nicht? Ich hole euch gleich zurück, wenn ich es gefunden habe. So, da bin ich wieder. Der Fehler lag da unten. Da war noch ein Schaft mit drin und damit habe ich das ganze Konstrukt an Riemen versucht, von Hand mit anzukurbeln. Funktioniert natürlich. So, damit lässt sich das schon mal frei drehen. Jetzt muss ich nur noch an den Kram dahinter kommen. Ist easy. So. Also. Halten wir mal fest, das nochmal alles auf Anfang zurück. Die brauche ich jetzt tatsächlich bis da und bis da. Damit kann ich jetzt hier auch eine Übersetzung von etwas höher vorgeben. Und treibe erstmal nur die Maschine an sich an. Wenn meine Theorie richtig ist und die Pumpe richtig rumläuft. 5, 4, 3, 2, 1. Die Pumpe zeigt in die falsche Richtung. Ist jetzt verkehrt. Die Pumpe zeigt immer noch in die falsche Richtung.
Muss ich wieder hier ins Negative gehen? Nö, eigentlich müsste es doch jetzt klappen. Fünf. Ah, ja, ich verstehe. Ich nutze keine Übersetzung, weil ich das Ding ja hier selber antreibe und damit ist es halt verdammt langsam. Wenn ich jetzt den aber hier unten hinsetze, sollte das doch eher gehen. Hin. Genau. Und einmal drehen. Nächster Versuch. Wenn ich den jetzt drehe, passiert nichts. Ja, kann ja auch nicht. Weil der Ausgang von dem Zahnrad ist ja nicht on. Der geht nur nach vorn und nach hinten. Das Ding hier geht nur zur Seite. So, so, so. Das heißt, ich muss von dem irgendwie da wieder rüberkommen. So, ich habe einmal gerade alles umgebaut. Dieser eine Zylinder geht jetzt hier drauf auf den Speed Controller. Hier ist der Handcrank. Die Pumpe ist jetzt endlich wieder richtig rum und er zieht genug Wasser, sodass ich 4 Wasser habe. Size 2, Heat 1. Das heißt also, Hitze sorgt dafür, dass es nicht mehr rauskommt. Aber ist mir jetzt egal. Und der Motor macht 2048 SU, was für die Ecke hier ja vollkommen ausreichend ist. Meine Überlegung ist jetzt, ich hatte ja hier einen zweiten sitzen. Wenn dieser zweite hier drauf kommt und ich den Schaft hier rüber ballere, mache hier die Kupplung dazwischen mit dem Schalter. Doch bloß, der ist verloren gegangen. Nein, 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 nein. Wo ist mein Schalter hin? Okay, Schalter weg. Ist die mit? Ja. Mach mir gerade mal 9. So, ich hätte das gar nicht wegmachen müssen. Ich hatte genug. Und da ist auch der ganz easy, ganz easy. Nicht aufregen. So, also, so ist aus. Und jetzt, hier ist der nächste Speed Controller. Der ist für die Pumpen. Das hier geht einmal ringsrum, geht ringsrum. Das ist halt alles für die Pumpen. Hier ist die Speed für die Pumpen einstellbar. Habe ich noch genug für eine weitere Kupplung? Ja, habe ich. So, dann mache ich die jetzt dazwischen. Und wir merken uns, das ist die Kupplung für die Pumpen. Dann brauche ich noch eine Kupplung. Ich sagte, ich brauche noch eine Kupplung. Und die Kupplung ist für den Antrieb von diesem Förderband hier. Dieses Förderband und die anderen, die hängen ja alle zusammen. Sorgen wir jetzt dafür, dass wir auch hier an der Stelle abschalten können. So. Und wie speisen wir das Ganze jetzt? Das letzte Mal kam das von da nach da nach da. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Gehe ich von der Seite nach oben, von da nach da, mache das so, setze den hier um die Ecke und den da an. Heißt, wenn ich den jetzt freigebe, laufen die Bänder in die falsche Richtung. Ich kotze gerade im Strahl, Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Und ich habe natürlich auch keine weitere Gearbox dabei. Natürlich nicht. Und auch keine Andesit-Casings, um mir noch eine herzustellen.
Ist aber nicht schlimm, weil der Motor ist ja jetzt unabhängig davon. Also kann ich ihn in die andere Richtung laufen lassen. Glück gehabt. Hub doch woanders. So, also. Die Bänder laufen jetzt alle in die richtige Richtung. Ich komme da jetzt nicht rüber. So. Und hiermit könnte ich jetzt einschalten. Nein. Ich habe sie doppelt abgesichert. Okay. Stimmt. Die Kupplung treibt das Band gar nicht an. Moment mal, brauche ich den dann überhaupt? Ach so, ja doch, weil das ja die Verbindung hier rüber ist. Genau. So. Und damit habe ich jetzt den Overstressed, weil hier 96 ansteht. Dann versuchen wir das doch mal auf 64 zu kriegen. Overstress. 32 ist auch noch zu viel. 16 läuft. 16 läuft. Damit haben wir jetzt erstmal mit dieser einfachen Anlage hier Wasser auf die ersten zwei Boiler, auch wenn es noch nicht viel ist. Aber wir haben Wasser auf die ersten zwei Boiler. Kann mir noch irgendwer folgen, was ich hier mache? Achso, ich müsste natürlich auch prüfen, ob die Pumpen in die richtige Richtung laufen, ne? Bei meinem Glück läuft die falsch rum. Natürlich läuft die falsch rum. So, jetzt läuft sie richtig rum. Advancement made, Puddle Collector. So. Wasser füllt sich. Der erste Tank füllt sich. Der hat auch kein Wasser drin. Natürlich. Und auch der füllt sich jetzt. So, kriege ich eigentlich... Achso, ich kriege keine Werte angezeigt, weil das Ding ja noch keine Motoren hat. Und ich finde es auch schön, dass er jetzt in 64er Stacks hier rausfördert. Jetzt haben wir nämlich überall da, wo es sein soll, genug. Wieso fährt der nicht weiter? Hä? Hallo? Ist hier irgendwas im Weg? Nö. Wieso fährt die Kohle nicht weiter? Bist du verbuggt? Er fährt nur bis hier. Ist das wegen dem Roboter, weil er da abnehmen soll? Tatsächlich, deshalb hat das gestoppt. Aber das ist doch nur eine Option, dass er von da aus nimmt, oder nicht? Wenn der Roboter steht, dann wieso hält denn dann die Kohle an? Jetzt fährt's weiter. Würde ich ihm jetzt ein Zahnrad gönnen? Oh nein, ich habe ihn auf die falsche Stelle gesetzt. Natürlich habe ich ihn auf die falsche Stelle gesetzt. Könnte es auch anders sein. Ich habe ja heute noch nicht oft genug da angeklickt. So, also. Wenn ich den jetzt da drauf setze, dann greift er sich die Kohle. Und njam, 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 njam. Fängt an zu füttern. Gut, und den Output möchte ich jetzt auch gerne auf zumindest 64er Stapel setzen, dass hier unten immer genug Zeug ist. Weil wir haben es ja aktuell noch. Damit sind... besorgen wir's. Ja. Und du kommst da runter vom Band. Also... Nee, jetzt fahren 64er Stacks einer nach dem anderen. So, und wenn ich den Brass Funnel da drauf setze, dann verteilt er das auch hier rüber.
Und hier können sich die Ärmchen auch das Zeug nehmen. Geht bis hinten durch. Und er kann auch. Njam, 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 njam. Lecker, 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 lecker. Overstressed, wenn ich das nächste Zahnrad setze. Okay. Aber wenn ich noch weiter runter gehe, dann komme ich ja gar nicht hinterher. Warum bin ich overstressed? Weil alles hier an diesen Behelfsdingen hängt. Das möchte ich eigentlich gar nicht, ne? Die Wasserpumpen vielleicht für einen Boiler, ja, aber die restlichen Boiler, komm, machen wir es so. An der Stelle hängen wir es ab. Merken uns das. Dass hier die Stelle ist, wo. Ne? Genau, wo das Loch sein muss. Dass wir von da oben die Energie nehmen. Oder hier, wie auch immer. Ach, Tageslicht, wie schön. Oh, ist dunkel. So. Möchte gerne, dass dann von hier die Motoren die Pumpe hier unten antreiben. Wird nicht meine schönste Arbeit. Aber hey, damit sind wir auf Nummer sicher und die Antriebe laufen. Noch einen, ne? Ich muss eine Gearbox dazwischen machen. Ich muss da eine Gearbox dazwischen machen, weil sonst ist ja alles wieder viel zu langsam. Also ein Speed Controller, nicht eine Gearbox. Und dafür fehlt mir das Brass und der Precision. Sollte ich etwas vorsichtiger dann mit den Ressourcen sein, weil wir haben keine mehr. Aber gut. Welche? Brass, Copper, also Bronze, Kupfer, Deutsch. Halt sowas Lustiges. Gerade wieder so alles ein bisschen fehlt. Brauche wieder ein paar Zahnräder. Wo waren die anderen Knöpfe? Da. Und da. So. Brauche eins davon mit einem davon. Und Andesit muss ich auch wieder herstellen, beziehungsweise Andesit Alloy. Weil davon habe ich nämlich jetzt auch nichts mehr. Das alles für so eine schöne Powerhalle. Also überlegen wir mal. Die Energie kommt von oben und ich würde sie hier zwischen irgendwo den Speed Controller runterkommen lassen. Besten mittels Schaft. Dreh dich mal. So. Die schon wieder. Ich habe schon wieder versehentlich das lange Kohleband kaputt gemacht. Hallo? Geht das jetzt nicht? Ach, weil das die Anlage ist, die...
ihr verbunden ist. Ich habe es geschafft, beide kaputt zu machen. Wow. Ja, alles oder nix. Wow. Really? Really? Wirklich? Oh Gott, das wird... So, und jetzt nochmal zu dem, warum ich eigentlich hier bin. So. Also. Das gibt nasse Füße, wenn ich das mache, ne? Komme ich denn da jetzt ran? Das ist natürlich die dümmste Stelle von allen, wo das ist, ne? Müssen wir ja nicht drüber reden. Also, kleines Zahnrad nach unten. So. Du hast jetzt keine Ahnung wofür. Habe ich vergessen. Ich glaube, ich kotze im... nein, tue ich nicht. So, nochmal. Nein, wieso fährt denn da jetzt ein... Ach, ist mir egal, den kann ich später aufheben. Also von den Motoren von da oben brauche ich einen Rotational Speed Controller, nicht Rotational Speed Controller, der halt hier nach unten geht. Von hier unten da hinten zu den Pumpen und von da aus Boiler Nummer X, Y, Z, je nachdem welcher der ist, alle Pumpen versorgt. In der nächsten Folge habe ich das vorbereitet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.